Liebe Bonnerinnen und Bonner, ein gut ausgebautes Radwegenetz ist inzwischen nicht mehr nur ein rein touristischer Pluspunkt für eine Stadt, sondern ein handfester Standortvorteil mit Blick auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Deshalb bauen wir in Brunner unsere Radwege kontinuierlich aus und sind vor allem bestrebt, vorhandene Lücken in unserem Netz optimal zu schließen. Erst Ende des vergangenen Jahres konnten wir im Zuge der Fertigstellung unserer südlichen Leipziger Straße die Anbindung unseres innerstädtischen Radwegenetzes an unsere südlichen Ortsteile mit dem Lückenschluss zwischen Zettlitz und Brunner herstellen. Seit vielen Jahren haben wir darauf hingearbeitet, wobei wir lange verhandeln mussten, da wir nicht Eigentümer der Grundstücke waren, über die der Radweg geführt werden sollte. Auch dieses Problem konnten wir schlussendlich lösen, sodass Radfahrer jetzt sicher und ohne Unterbrechung bis nach Zettlitz fahren können. Ähnlich ist es bei der lang geplanten Verlängerung unseres Radweges entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse vom Stadion bis ins Wohngebiet Grüne Harfe. Das Stück von der Witzenster Straße bis auf Höhe der Röther Straße besteht schon lange, nun geht es um die Weiterführung vorbei an unserer Sana-Klinik bis ins Wohngebiet. Der Radweg ist Teil der vom Stadtrat beschlossenen Radwegeverkehrskonzeption und bringt, wenn er fertiggestellt sein wird, zahlreiche Vorteile mit sich. Er komplementiert mit dem ebenso geplanten Ausbau des bestehenden Weges bis nach Haubitz die Anbindung unserer Ortsteile an die Kernstadt. Natürlich bietet er auch entscheidende Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger im nördlichen Bereich unserer Stadt. Außerdem bringt er sowohl für die Beschäftigten als auch die zahlreichen Patienten unseres Sana-Klinikums eine optimale Anbindung an das Bonner Stadtzentrum. Um zu erfahren, wie der neue Radweg ganz konkret aussehen wird und welche Anbindung er an unser bestehendes Netz erhält, treffe ich mich heute mit dem beauftragten Planer Andreas Wasner vom Leipziger Büro Infradesign, der uns interessante Einblicke in dieses spannende Bonner Zukunftsprojekt geben kann. Herr Wasner, wir stehen hier an unserer alten Kohlebahntrasse. Das soll ja ein Radweg werden, den Sie auch geplant haben. Können Sie dazu nähere Ausführungen machen, wie lang er ist, breit? Ja. Also wir stehen jetzt hier ungefähr in der Mitte von der Trasse oder vielmehr so ein Drittel. Los geht's ja in der Richtung, also City in die Richtung und Wohnsiedlung Grüne Harfe ist die Richtung. Und wir spannen hier quasi einen riesengroßen Bogen um das Sana-Klinikum drumherum. Die Gesamtlänge ist ungefähr 1,3 Kilometer. Dann, und das ist für einen durchschnittlichen Fahrradfahrer ungefähr eine Fahrzeit von 5 Minuten. Das werden wir dann testen. Ja, ist ja dann die Frage, was ist durchschnittlich. Ne? Also ich würde jetzt mal so sagen, 1,3 Kilometer schafft man als Freizeitradfahrer locker in 5 Minuten. Wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, ist man vielleicht auch ein bisschen schneller. Als Fußgänger braucht man für die Strecke dann vielleicht 15 Minuten. Ja, wir nutzen also im Prinzip die Breite hier von der ehemaligen Kohlebahntrasse und bauen einen 2,50 Meter breiten Radweg hier rein. Der wird mit Asphalt befestigt, also auch für Radfahrer von der Oberflächenstruktur das, was am sinnvollsten ist oder am wenigsten, sage ich mal, von der Unterhaltung dann auch bedeutet. Und die Breite von 2,50 Meter ist quasi ausreichend breit, dass sich Fußgänger und Fahrradfahrer bequem begegnen können oder halt eben auch bequem nebeneinander fahren oder nebeneinander laufen können. Herr Wasner, nun sind ja bei dem Radweg auch zwei Brücken betroffen. Ja. Einmal vorne am Krankenhaus, genau. Die Einfahrt für Rettungswagen vor allen Dingen und auch Wohngebiet Bonner Nord. Ja. Und natürlich dann auch die Anbindung hier vorne in Bonner Nord, ja. Am Bäcker vorne. Genau. Das sind die beiden Straßen Röther Straße, also Richtung City und Pavlov Straße hier hinten. Die Brücken sind aus den Jahren 65 und 55, ne, 62, 1962, 1955, also wir sind schon relativ alt, sind zwar vom Zustand her momentan noch so weit okay, aber von der Nutzungsdauer halt eben doch schon sehr alt, dass zeitnah durchaus auch mit umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen zu rechnen wäre und die Verkehrssicherheit oder die Verkehrstauglichkeit dann für die Straßen nicht mehr 100% gegeben ist und der Radweg darunter, für den würde das natürlich auch Einschränkungen bedeuten, wenn die halt eben instand gesetzt werden müssten. Deswegen war die Überlegung, die Brücken jetzt im Zuge des Radwegsbaus gleich irgendwie sinnvoll mit anzufassen. Und so eine Brücke besteht ja aus drei Teilen, einmal Widerlager links, Widerlager rechts, vereinfacht gesagt, und dem Überbau oben drüber, der dann da mehr oder weniger auffliegt. Geplant ist, dass man den Überbau, also bei beiden Brücken das gleiche, den Überbau rausnimmt, die Widerlager bleiben stehen
und quasi in diese Lücke, die dann entsteht, im Trassenverlauf des Radwegs, ein riesengroßes Wellstahlrohr reinlegt. Also das Rohr hat einen Durchmesser von über 4 Meter. Das wird dann mit Boden überschüttet und oberhalb des Bodens wird die Straße dann wieder aufgebaut, also der Lückenfluss dann wieder hergestellt. Also es entsteht dann quasi so ein kleiner Minitunnel, der hat jeweils eine Länge von ungefähr 30 Meter und auch das habe ich mal spaßeshalber ausgerechnet, also um mit dem Rad da durchzufahren braucht man 5 Sekunden. Also der ist jetzt nicht riesenlang, aber es ist halt so, jetzt, wenn man sich das vorstellt, ein kleiner Tunnel. So, und das soll mitgemacht werden. Gemacht werden kann das natürlich nur nacheinander. Also man wird nicht beide Brücken gleichzeitig bearbeiten und den Verkehr beider Straßen gleichzeitig sperren, sondern das wird nacheinander gemacht und das funktioniert auch baulogistisch gar nicht, dass man beide Brücken quasi gleichzeitig andient, wenn man auch den Radweg baut. Also das muss dann einfach nacheinander gemacht werden. Also ist es gesichert, dass Bonn-Nord immer noch rauskommt? Das ist auf jeden Fall gesichert, ja. Angedacht ist natürlich noch Stadtmöblierung mit unterzubringen. Da hatten Sie sich ja auch schon hervorragend Gedanken drum gemacht. Ja, also vorgesehen ist auf jeden Fall eine durchgängige Beleuchtung des Radweges mit energieeffizienten LED-Leuchten, so dass quasi auch soziale Kontrolle hier stattfinden kann und sich niemand abends im Dunkeln fürchten muss oder sowas, wenn er hier dann nach Sonnenuntergang noch lang fährt. Und angedacht ist halt eben auch zumindest an den Rampenfüßen, also da, wo, sag ich mal, Kreuzungsverkehr oder Abbiegeverkehr, wenn man das so will, stattfindet, Mülleimer hinzustellen. Und man kann sicherlich auch mal über die ein oder andere Sitzbank nachdenken dann nochmal. Ne? So, das ist an Ausstattung quasi das, was wir hier machen wollen. Und was hinsichtlich Beschilderung zwangsweise vorgesehen werden muss, das wird natürlich auch gemacht. Also Beschilderung, dass es ein Radweg ist und so weiter. Auch Randmarkierung ist eigentlich auch vorgesehen. Ja. Dankeschön. So. Liebe Bonnerinnen und Bonner, mit der Komplettierung unseres Radweges vom Stadion bis zur Grünen Harfe gelingt uns ein weiterer wichtiger Lückenschluss in unserem Radwegenetz. Und mit dem Umbau unserer beiden Brücken über die Röther und die Pawlowstraße schlagen wir sozusagen gleich mindestens 3 Fliegen mit einer Klappe. Mit der vorgesehenen Beleuchtung auf der Strecke entsteht damit eine kurze Verbindung, die einen sicheren Weg von Haubitz und das Wohngebiet Grüne Harfe über unsere Sana-Klinik bis fast an unseren breiten Teich und damit in unsere Innenstadt gewährleistet. Wenn alle behördlichen Genehmigungen vorliegen, können wir hoffentlich noch in diesem, spätestens im kommenden Jahr, mit dem Bau starten. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem spannenden Brunner Zukunftsprojekt. Auf der nächsten Baustelle unserer Stadt sehen wir uns sicher bald wieder.